Immer wieder fordern unqualifizierte Politiker wie diese hier, die im Leben noch nie für irgendwas etwas Verantwortung getragen haben, höhere Steuern für sogenannte Reiche. Ich erzähle dir, wie dir mit solchen Forderungen Sand in die Augen gestreut wird, da du über kurz oder lang auch Spitzensteuersatz zahlen wirst, wenn du es schon tust. Die absolute Einkommensschwelle des Spitzensteuersatzes lag 1958 bei 56.263 Euro. Das entsprach damals dem 20-fachen des Durchschnittseinkommens. Heute liegt dieser Betrag, behalte ich fest, 54.950 Euro. Das ist das Dreifache des Durchschnittseinkommens. Das heißt, Millionen von Menschen sind in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Spitzensteuersatz reingerutscht. Das war nie so vorgesehen. Inflationsbereinigt müsste das Einkommen nominal heute bei 259.790 Euro liegen für den Spitzensteuersatz. Das heißt, der Spitzensteuersatz ist verkommen zu einer massiven Steuererhöhung der Mittelschicht in Deutschland. Berufspolitiker, die einfach nicht mit Geld umgehen können, erhöhen die Steuern ständig. Jeder, der Einkommen sich erarbeitet, ein höheres Einkommen durch Ausbildung, Anstrengungen und so weiter, gerät über kurz oder lang diesen Spitzensteuersatz und wird von diesem raffgierigen Staat ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Deshalb steigt Deutschland auch ab. Was ist deine Meinung? Schreib es mal in die Kommentare.